Vielen Dank, Alessandra. Ich bin tief beeindruckt und überlege, was ich dir für ein Angebot machen kann, dass du künftig diese Einführungssequenz für Schulungen und Sonstiges für mich übernimmst, weil so auf den Punkt kriege ich es meistens nicht formuliert. Das betrifft sowohl die Vorstellung von mir als auch irgendwie die Überleitung und die Brücke in das Thema rein. Das macht es mir dann tatsächlich sehr einfach. Und hallo von mir auch noch. Alessandra hat tatsächlich genug gesagt, deswegen verzichte ich jetzt drauf, noch mehr zu mir zu sagen. Lasst uns ins Thema reingehen und ich unterstreiche nochmal meine große Motivation. Das kam auch aus dem Zitat raus. Ich möchte euch dazu bringen, Dinge auszuprobieren, und möglichst morgen oder nächste Woche anders auf das zu gucken, wie ihr Entscheidungen im Unternehmen trefft und dafür. Das wird dann besonders gut gelingen, wenn ihr aber euren Kontext hier mit reinbringt. Ich will den Ausgangspunkt nochmal wählen, der Gemeinwohlmatrix. Also wir schauen heute auf diese vierte Säule, Transparenz und Mitentscheidung. Und ich würde sagen, sogar noch gezielter oder noch fokussierter auf die Felder B4 und C4. Also die Frage, wie geht es eigentlich mit Eigentum und Mitentscheidung? Da geht es dann auch wirklich ja um Top-Entscheidungen in Unternehmen und innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz. Die Matrix und der Gemeinwohlbericht, die stellen da hohe Anforderungen. Es sollen wesentliche Entscheidungen mit getroffen werden von allen. Und die Frage ist dann, wenn ich jetzt aus einem eher klassisch gewachsenen Unternehmen komme, wir begleiten hauptsächlich mittelständische und kleine Unternehmen, die häufig auch schlichtweg aus einer Funktionalität heraus einfach in hierarchischen Organisationen gelandet sind. Und wir sind auch der Überzeugung, dass Hierarchie funktional durchaus eine Berechtigung hat und sogar gebraucht wird in Organisationen. Was häufig passiert, wenn man an Partizipation denkt, und wir müssen jetzt Partizipation ausdenken, ist eben der Sprung von, wir haben dieses schlechte Bild, da sitzt der autokratische Herrscher, männlich, weiß wahrscheinlich in den meisten Köpfen von diesem Bild, und trifft die Entscheidung über die Köpfe der Leute hinweg und dann krummelt es in der Belegschaft, und die sind damit nicht einverstanden. Und dann stellt man sich so ein anderes Idealbild vor, das wäre doch toll, wenn eigentlich alle mitreden dürften. Und ich erinnere mich auch noch in meiner Jugend oder frühen Erwachsenenzeit an so Agenda 2010 Prozessen meiner Heimatstadt in Mössingen bei Tübingen teilgenommen zu haben. Und da war dann auch konsensuale Entscheidungsfindung das wichtigste Grundprinzip. Und für mich war das aber immer schon einfach ein ganz, ganz langwieriger und anstrengender Prozess, weil wir um Worte gestritten haben, bis auch jeder dann das zu 100% unterschreiben konnte. Und inzwischen würde ich sagen, man kann natürlich auch konsensuale Prozesse besser gestalten. Aber es gibt auch noch was, was dazwischen liegt. Und gerade dann, wenn wir über größere Gruppen sprechen, wird es relevant, doch nochmal in diesen Zwischenbereich reinzugehen. Und den wollen wir uns heute anschauen. Zunächst mal, wenn wir über das Entscheiden sprechen, dann sprechen wir auch immer schnell über die Frage, wie werden Beschlüsse denn gefasst? Und was wir da aus der Unternehmenswelt kennen, ist einmal so ein hierarchischer Einzelentscheid. Wie läuft das ab? Ich merke hier unten auch in der Sachbearbeitungsebene, ich habe eigentlich einen Entscheidungsbedarf. Da müssten wir jetzt strukturell was verändern. Dann trage ich das zu meinem Vorgesetzten, der nimmt es mit zu seinem Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin und die tragen es dann in den Topkreis, die Bereichsleiterrunde oder sowas. Und dort gibt es eine Entscheidung. Ultra langwierig, dauert viel zu lange und es gehen Informationen verloren auf dem Weg von unten nach oben. Sprich, es ist auch überhaupt nicht vorteilhaft, in so einem Entscheiden und in so einer Struktur drin zu sein. Was wir dann vielleicht auf Teamebene schon häufig kennen und eigentlich schon bei der Klassensprecherwahl zum ersten Mal kennenlernen, leider im Schulumfeld selten auch anderes, ist der Mehrheitsentscheid. Wir fragen, wo gibt es die meiste Zustimmung? Und das führt aber immer dazu, dass wir so ein Gewinner-Verlierer-Ergebnis haben. Es gibt nämlich Menschen, die haben nachher gewonnen, weil ihr Vorschlag durchgekommen ist. Und es gibt Verlierer, die haben ihren Vorschlag oder ihre Präferenz nicht durchgebracht. Und dann gibt es das weitere
Konsensverfahren, sprich jetzt ein bisschen negativ geframed, wir reden so lange drüber, bis alle einverstanden sind. Dauert sehr, sehr lang und manchmal ist es, wir reden so lange drüber, bis alle einverstanden sind, auch nicht in einverstanden, sondern es gewinnen halt die mit dem meisten Sitzfleisch. Das sind so etablierte Entscheidungsverfahren und wir wollen gleich nochmal auf Alternative schauen, die euch sicherlich zu großen Teilen auch schon bekannt sind, die der GWÖ-Kodex auch auswirft. Zunächst mal aber noch so ein bisschen Entscheidungstheorie. Wenn wir uns Entscheidungsprozesse im Ganzen anschauen, dann geht es dabei in Organisationen häufig um so ein Gefühl von, ja, wir müssen schnell und effizient zur Entscheidung kommen und zu einer richtigen Entscheidung. Sprich, die Strecke von, wir haben ein Problem erkannt und wir treffen eine Entscheidung und einen Beschluss möglichst kurz zu machen. Das ist eine verbreitete Wahrnehmung von guter Entscheidungsprozess. Zwischen Problem erkannt und Entscheidung getroffen ist die Strecke möglichst kurz. Das führt aber häufig dazu, dass wir dann nicht so viele Leute einbeziehen können und wir kriegen dann, wenn wir uns Widerstandskurven anschauen, also wir haben eine X-Achse mit einem Zeitverlauf, kurze Zeit zwischen Problem erkennen und beschließen. Ich bin auf der orangenen Kurve. Wenn wir jetzt eben nur wenige Leute einbeziehen, zum Beispiel hierarchischer Einzelentscheid, Problem erkannt, hochgemeldet an die Chefin, schneller Beschluss, dann Kommunikation und dann entsteht Widerstand in der Organisation, weil Leute sagen, ihr habt aber unseren Standard, unseren Produktbereich gar nicht bedacht, bei uns geht es ja so gar nicht. Das heißt, ich bekomme in der Umsetzung dieses Beschlusses einen riesen Widerstand rein und kriege den vielleicht auch nie mehr raus, weil dieser Unmut über das Nichtberücksichtigen von offensichtlichen Fakten, die aus anderen Perspektiven da sind, dann einen dauerhaften Widerstand in die Organisation einbaut. Und auf zunächst mal jetzt wirklich dieser theoretischen Ebene liegt darin der Gewinn, dass man eben sagt, wenn wir versuchen, uns für das Entscheidungsfinden mehr Zeit zu geben und sagen, wir geben zum Beispiel dem Problemerkennen mehr Raum, dann holen wir uns bewusst den Widerstand aus der späteren Phase in die frühe Phase rein und halten das aus gemeinsam, dass wir nicht so schnell eine Entscheidung treffen, sondern wir machen vielleicht kleine Experimente und treffen dann erst den wirklichen Beschluss. Und der muss dann auch nicht mehr von allen gemeinsam basisdemokratisch im Plenum getroffen werden, sondern es kann dann auch sein, dass durch diese Einbeziehung in die Lösungsfindung trotzdem schon die Widerstände eingebaut sind und die Lösung nach eine deutlich höhere Zustimmung oder Akzeptanz vor allem findet und die erkennbare Verbesserung dann auch schon deutlich früher eintritt, weil die Leute per se schon viel mehr an dem Entscheidungsprozess beteiligt sind. Und das ist mal die Grundtheorie, warum wir darüber sprechen, dass wir früher einbeziehen sollten. Und jetzt müssen wir uns aber noch anschauen, was heißt früher einbeziehen? Denn immer alle einzubeziehen kann schlichtweg nicht die Lösung sein, weil es viel zu viele Kapazitäten bindet und dann auch die Kommunikation über die Entscheidung viel zu aufwendig wird und viel zu hohe Transaktionskosten zeugt. Wir haben ein Modell entwickelt, mit dem wir gerne auf Entscheidungen schauen. Das ist jetzt ein erstes Tool, von dem Alessandra vorher gesprochen hat. Wenn wir über Entscheidungen sprechen, beobachten wir ganz häufig, dass wir vor allem über diese Beschlussfassung sprechen. Den Moment der Beschlussfassung, da müssen wir viele Leute einbeziehen. Entscheidungen haben aber aus unserer Sicht mehrere Phasen und entscheiden, wenn ich jetzt ins Verb mal gehe, ist eigentlich ein zirkulärer Prozess, der sich immer wiederholt. Nämlich, es gibt irgendeine Spannung, also ein Delta zwischen dem, was ist und dem, was ich mir wünsche. Zum Beispiel, wir schaffen es gerade nicht, alle Kundenbeschwerden innerhalb von 3 Tagen zu beantworten und deswegen erzeugen wir Kundenunmut und das macht mich unzufrieden.
Spannung wahrnehmen. Das formuliere ich teils mit KollegInnen und wir suchen dann nach einer Lösung. Und irgendwann wägen wir entweder verschiedene Optionen ab oder wir haben einen Vorschlag, prüfen den nochmal passend ein bisschen an und treffen dann einen Beschluss. Und dann geht es aber auch noch darum, den Beschluss umzusetzen. Denn eine Entscheidung getroffen zu haben, ist das eine. Aber es geht ja darum, einen Nutzen zu erhalten aus einer Entscheidung. Und der liegt darin, dass eine Spannung wieder reduziert ist oder einfacher gesprochen ein Problem gelöst ist. Und wenn der Nutzen aber eingetreten ist und das Problem gelöst ist, dann können wir uns in der dynamischen Umwelt, in der wir uns aktuell einfach befinden, zu hoher Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass dann die nächste Spannung auftritt im gleichen Thema. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Also wir kommen gar nicht raus aus dem Entscheiden. Und ich erlebe gerade selber bei uns, wir sind jetzt einfach stehen vor so einem Wachstumsschritt mit unserem Unternehmen. Und in mir kommt immer wieder der Wunsch hoch, boah, jetzt müssen wir diese eine wichtige Entscheidung treffen. Und dann haben wir mal Ruhe. Und es ist natürlich gar nicht so. Es geht dann wieder von vorne los. Und in dieser Erkenntnis liegt eine wichtige erste Haltung, nämlich die einzelne Entscheidung verliert in einer dynamischeren Welt an Bedeutung und es geht mehr um wirklich so auch eine iterative Haltung dazu und jede Entscheidung kommt halt wieder und wir müssen auch uns darauf einstellen, jedes halbe Jahr die Entscheidung nochmal zu überprüfen und zu sagen, passt die jetzt noch oder nicht. Und was ihr auf dem Modell noch steht, dieser ganze Prozess, diese zirkuläre läuft herum um ein gemeinsames Ziel. Und das ist aus unserer Beobachtung schon auch gerade ein großer Druck für Unternehmen, dass sich dieses gemeinsame Ziel unter Umständen ein bisschen verändert hat oder die Art und Weise, wie man aufs gemeinsame Ziel draufschaut, weil tatsächlich vielleicht vor einiger Zeit, wir begleiten zum Beispiel gerade ein Handelsunternehmen, und da war durch gute Ablauforganisation ganz gutes Geschäft zu machen. Aber Handel alleine, Ware rein, Ware raus, das wird in 5 Jahren keine Differenzierung mehr ermöglichen gegenüber den Großen da draußen, die im Handel unterwegs sind, Beispiel Amazon und so weiter. Sprich, es braucht irgendwie eine Veränderung des gemeinsamen Ziels und plötzlich muss man vielleicht über Dienstleistungen nachdenken, die man anbietet, anstatt einfach nur Ware anzubieten. Und das heißt, diese Prüfung des gemeinsamen Ziels häufiger vorzunehmen und auch häufiger anzupassen, das gemeinsame Ziel und die Bereitschaft zu entwickeln, dass wir die Richtung unserer Reise ändern, das gehört dann auch dazu. Und wenn aber dieses gemeinsame Ziel nicht klar ist, dann fällt es uns im Entscheidungsprozess auch schwer, viele Leute einzubeziehen, weil dann am Ende jeder halt seine persönlichen Ziele reinlegt und dieser Abgleich fehlt, auf den man sich gemeinsam oder dieser gemeinsame Referenzpunkt fehlt, um den sich Entscheidungen gruppieren. Und wenn wir jetzt diese Phasen anschauen, dann kommt ein erster Punkt für diesen Zwischenraum, nämlich es geht, wenn wir eine partizipative und transparente Kultur schaffen wollen, nicht darum, immer alle an der Beschlussfassung zu beteiligen, sondern auch wenn die Leute Lösungsräume erkunden können oder sich aktiv in die Beschlussumsetzung einbringen können und hier zum Beispiel nur eine grobe Richtungsentscheidung getroffen wurde, dann ist auch das Partizipation. Und das ist so ein erster Hinweis darauf, dass wir auch prüfen können, inwiefern wirklich immer in die Beschlussfassung eine volle Einbeziehung, sprich Plenum, alle stimmen mit ab, stattfinden muss oder inwiefern es auch in den anderen Phasen eigentlich schon eine Beteiligung geben kann, die uns zu dem Ziel verhilft, diese Widerstandskurve zu vermeiden. Und die auch jetzt mal über, das klingt so ein bisschen nach Harmoniesucht, die uns auch zu dem Ziel verhilft, möglichst viele Perspektiven in die Entscheidung reinzukriegen und damit robustere Entscheidungen zu treffen. Das ist dann aus dem Unternehmensnutzen herausgesprochen die viel wichtigere Seite eigentlich. Das also als ersten Gedankenpunkt, wie man über Entscheiden in Gruppen und Unternehmen neu denken kann. Und dann noch ein Blick auf Entscheidungsverfahren, die teilweise auch im GWÖ-Kodex eine Rolle spielen und auch
im Arbeitsbuch zur Gemeinwohlbilanz erwähnt werden. Das eine ist das systemische Konsensieren. Das heißt, wir fragen nicht mehr nach Zustimmung, sondern nach Widerständen. Und das bringt uns dahin, dass wir den Lösungsraum erweitern. Wenn wir nach Zustimmung fragen, vor allem wenn wir das mit einer Stimme tun pro Person, dann erfahren wir als Information, was ist die Lieblingslösung der jeweiligen Person. Und wir wählen auf dieser Basis aus. Wenn wir nach Widerständen fragen, dann wird das Bild differenzierter, vor allem dann, wenn wir es wie beim systemischen Konsensieren mit einer skalierten Widerstandsabfrage machen. Das heißt, wir fragen auf einer Skala von 1 bis 5, wie hoch ist dein Widerstand zu jeder einzelnen der möglichen Varianten? Und wenn wir dann diese Widerstandspunkte aufsummieren, dann haben wir den Gesamtwiderstand. Und dort, wo dieser Gesamtwiderstand am geringsten ist, da haben wir die höchste Akzeptanz. Und das soll dieses Schaubild hier zeigen. Sprich, grün steht für die Zustimmungslösung. Wenn wir da danach gegangen wären, hätten wir jetzt hier in dem Beispiel die Variante 2 gewählt. Gleichzeitig hat die aber auch den höchsten Widerstand. Also jetzt hier fiktives Beispiel. In der Praxis ist sowas aber nicht selten. Und gleichzeitig gibt es dann aber noch so eine Zwischenphase, nämlich es gibt auch Lösungsvorschläge, das ist nicht meine Lieblingslösung, aber die ist für mich vollkommen okay und in Ordnung. Über die sprechen wir dann nicht so viel und für die würde ich aber auch meine Zustimmungshand nicht heben. Und damit verbauen wir uns dann eigentlich einen Lösungsraum, der vielleicht auch bei Varianten liegt, die im ersten Blick gar nicht so präsent sind, wo wir dann aber merken, wir haben hier die höchste Akzeptanz. Das heißt, wir kriegen möglichst viel Energie in die Umsetzungsphase auch rein. Und dann sind wir wieder dabei, dass wir einen Nutzen mit der Entscheidung erreichen wollen. Und erst wenn der Nutzen der Entscheidung eingetreten ist, war es eigentlich eine gute Entscheidung und nicht, wenn wir die Entscheidung schnell getroffen haben. Ein Entscheidungsverfahren, systemisches Konsensieren. Zweites Entscheidungsverfahren, dem Konsensverfahren ähnlich, weil dialogisches Verfahren ist der soziokratische Konsent, der in mehreren Gesprächsrunden einen Vorschlag prüft. Das heißt, der läuft so ab, dass eine Person einen Vorschlag einbringt. Dieser Vorschlag wird zunächst auf Verständnis befragt, wirklich nur Infofragen. Und dann gibt es eine Meinungsrunde, es wird im Kreis gesprochen und eine zweite Meinungsrunde, in der dann nochmal Anpassungen live am Vorschlag vorgenommen werden. Und dann wird gefragt, haben wir Consent? Und Consent heißt eben nicht, bin ich für den Vorschlag, sondern ich habe Consent, wenn ich keinen schwerwiegenden Einwand habe. Und da sind wir wieder in diesem Akzeptanzbereich drin. Sprich, Zustimmungsabfrage, ich habe so eine Lieblingslösung und ich habe vielleicht Lösungen, die mir gefallen. Ich habe aber auch häufig viele Lösungen, die für mich okay sind, aber für die ich jetzt halt nicht im ersten Moment mich verkämpfen würde. Und die erreichen wir aber in einer zustimmungsorientierten Entscheidungsfindung nicht. Und deswegen gehen wir auch hier über den Widerstand und fragen, gibt es einen schwerwiegenden Einwand in Bezug auf das gemeinsame Ziel, das wir formuliert haben? Und dann sind wir wieder bei dem Schaubild von vorher mit unserem Entscheidungsnavigator. Es braucht dieses gemeinsame Ziel, gegen das wir prüfen. Und dann lernen wir auf dem Weg und durch dieses Verfahren auch besser zu unterscheiden zwischen, ah, hier gibt es einen Einwand in Bezug aufs gemeinsame Ziel oder ah, hier gibt es einen Einwand aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. Weil ich zum Beispiel gerade eine besondere private Situation habe, finde ich den Vorschlag nicht gut. Und das darf natürlich Raum haben und die Gruppe kann überlegen, wie sie dem noch Rechnung tragen kann. Aber es hilft schon mal zu erkennen, woher kommt jetzt ein Einwand denn tatsächlich? Und das stellen wir bei den schnelleren Entscheidungsverfahren eben nicht so fest. Dialogisches Entscheidungsverfahren, soziokratischer Konsens als Alternative. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, welche anderen Möglichkeiten wir in diesem Punkt Entscheidung treffen haben, um vorzugehen, wenn wir dort viele Leute einbinden wollen. Was ich euch aber nochmal ins Herz legen will, ist dann ein weiteres Entscheidungsverfahren, das heißt konsultativer Einzelentscheid. Nämlich immer dann, wenn wir Entscheidungen haben, die wir häufig treffen müssen und da immer viele fragen müssen, dann wird es besonders teuer für euch.
Denn dann habt ihr immer den Aufwand, dass die Leute sich die Zeit blocken müssen. Dann läuft, tickt die Uhr. Und der Ausweg daraus ist es eben, eher Kriterien für Entscheidungen festzulegen, zum Beispiel für Einstellungen, Grundsatzanforderungen festzulegen, aber die Entscheidung über die einzelnen Ausführungsentscheidungen dann an einzelne Personen zu geben und zu sagen, die Alessandra darf im Rahmen des Budgets einfach alle Entscheidungen treffen, die sie für richtig hält und für nötig hält. Und wo sie sich aber nochmal Beratung wünscht, da geht sie auf andere Leute zu. Und damit kriegt ihr auch wieder ein bisschen mehr, also nehmt ihr einfach Aufwand aus Entscheidungsprozessen raus. Das braucht aber trotzdem auf der übergeordneten Ebene so einen Grundsatzentscheid, eben die Alessandra darf jetzt folgende Dinge entscheiden. Vielleicht mal bis hierhin. Und ich freue mich dann über Rückfragen eurerseits. Das waren jetzt so ein paar theoretische Gedanken. Wir arbeiten mit all diesen Verfahren und auch diesem Modell in Unternehmen und Organisationen. Welche Rückfragen habt ihr aktuell? Verständnisfragen? Gerne aber auch Widerspruch, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt irgendwo Dinge, die aus eurer Sicht unrealistisch scheinen. Es kam schon eine Frage in den Chat rein von Thomas und Markus hatte sich gemeldet. Ich würde dann direkt mal Thomas seine Frage aufgreifen, oder Sebastian? Die war direkt zum soziokratischen Konsens. Wie praktisch, also wie ist die in der Praxis sinnvoll? Wie ist der sinnvoll einzusetzen? Asynchron oder über einen gewissen Zeitraum oder in so einer Art moderierter Workshop mit allen Beteiligten. Also grundsätzlich würde ich dazu sagen, dass ein dialogisches Verfahren ist, macht natürlich eine Gesprächssituation Sinn. Wir setzen das aber in der Praxis schon auch so ein, dass wir zum Beispiel also es geht auch asynchron. Ich kann einen Vorschlag spezifizieren, in ein Tool meiner Wahl einstellen, an irgendeine Stelle hinlegen und dort erst mal Fragen sammeln über 3 Tage. Dann beantworten wir die Fragen und dann kann ich die Meinungen sammeln. Also soziokratischer Konsens. Ich hole dann doch noch mal eine Folie hoch, damit ihr alle auf dem Stand seid. Also vereinfachter Prozess. Das Konsens ist, es gibt eine Person, die einen Vorschlag einbringt. Es gibt dann eine Inforunde. Welche Informationen benötigt ihr noch, um den Vorschlag bewerten zu können und euch entscheidungsfähig zu fühlen? Dann folgt eine erste Meinungsrunde, wo jede beteiligte Person gefragt wird, wie ist deine Meinung zum Vorschlag? Und dann gibt es eine zweite Meinungsrunde und da liegt der Zauber. Wie hat sich eure Meinung verändert durch das, was ihr von den anderen gehört habt in der ersten Runde? Und wie lauten eure Änderungsvorschläge? Und dann kommt eben die Frage nach dem Konsent. Habt ihr Konsent oder habt ihr noch schwerwiegende Einwände? Und gegebenenfalls, wie können wir die bestehenden Einwände integrieren? Und der Prozess ist in Präsenz und live natürlich, scheint er zunächst mal einfacher. Mit gewisser Übung ist er aber auch asynchron denkbar. Erstmal vielen Dank, Sebastian, für den Überblick und die Einführung. Ich würde gerne einen anderen Aspekt noch mit hier einbringen und vielleicht deine Erfahrung auch gerne hören. Ich habe sehr lange auch in Unternehmen gearbeitet und ich glaube, dass eben du hast gesprochen über Unternehmens- und Entscheidungs- und Kultur, die natürlich irgendwo in einem Unternehmen auch wachsen und entstehen muss. Und ich habe festgestellt, dass eben ganz wichtig auch ist, dass in einer Organisation man, glaube ich, ein gutes und gesundes Verständnis der 80-20-Regel hat. Denn ich sage mal, der Zeitraum zu einer Entscheidung zu kommen, ist oft vor allem deshalb so lang, weil man im Prinzip immer die perfekte Entscheidung sucht und nicht unbedingt die pragmatisch sinnvolle und notwendige Entscheidung. Und das wäre meine Frage, inwieweit du vielleicht in diesem Verfahren auch ja, Erfahrung gemacht hast oder irgendwo auch vielleicht Hilfestellung geben kannst,
wie man, glaube ich, die Organisation dahin kriegt, dass sie, glaube ich, eben, sagen wir, nicht immer das Perfekte sucht, sondern das Gebotene. Vielen Dank für diese Frage, die nehme ich sehr gerne. Entschuldigung. Ja, also da liegt die große Kunst, weil wir, also da komme ich jetzt in so eine politisch-philosophische Betrachtung. Ich glaube, dass unsere Ausbildung und Sozialisation uns ganz stark darauf prägt, die richtige Entscheidung treffen zu wollen. Also ja, keinen Fehler zu machen. Und gleichzeitig ist aber die Zeit vorbei, in der wir überhaupt fehlerfreie Entscheidungen treffen können. Was ist denn eine fehlerhafte Entscheidung? Das ist ex post betrachtet. Ich schaue von hinten drauf, oh, die hätte ich besser treffen können. Aber die habe ich ja, die treffe ich ja zu dem Moment auf dem Informationsstand, den ich vorne habe. Und da reden wir halt schon über eine Haltungsänderung. Und das erlebe ich genau gleich, wie du es beschreibst, dass da die größte Kunst liegt. Und dann kommen wir in den Bereich agiler Organisationsentwicklung, den Alessandra vorher genannt hat. Das meint weniger jetzt agile Frameworks wie Scrum oder sonst was in Unternehmen einzuführen, sondern was wir tun, ist Organisationsentwicklung selbst als empirischen Forschungsprozess zu betreiben. Das heißt, wir gehen rein und wir sammeln Spannungen, strategische Spannungen, und daraus formulieren wir Arbeitsthesen und führen die Leute Schritt für Schritt dann ran, selbst solche Thesen zu formulieren und die zu validieren. Und anstatt jetzt immer nur in Thesen zu denken, kann ich eben auch sagen, ja, wir haben jetzt ein Problem festgestellt. Was wäre ein vertretbares Experiment, eine sofortige Veränderung, mit der wir einen gemeinsamen Lernraum schaffen? Aber da sehe ich genau wie du, also diese große Herausforderung dieser Haltungsveränderung. Und das ist schon, da knabbern wir jedes Mal auch neu dran, weil die Kultur in jedem Unternehmen da auch anders ist und die Ausprägung, wie stark Fehler akzeptiert sind oder eben auch nicht. Und da liegt der Schlüssel. Also gemeinsam zu erkennen, ja, wir müssen halt uns reinwagen in dieses Wildwasser und wir wissen nicht, was dann passiert. Wir können gute Annahmen treffen und wir können prüfen, dass wir alle wissen, in welches Risiko wir gemeinsam reingehen. Aber wir müssen eben einen Schritt machen, weil am Fluss stehen zu bleiben, bringt uns trotzdem nicht über den Fluss. Also wenn wir hier bleiben, dann verhungern wir halt auf der Seite des Flusses. Und die Soziokratie kennt dafür zwei Schlagworte oder Hilfssätze noch. Die hat die Anforderung an Entscheidungen, die sollen gut genug für jetzt sein. Also wir müssen eben nicht die nächsten 3 Jahre mit reinbringen, sondern die müssen für jetzt gut genug sein. Zum Beispiel für das nächste halbe Jahr, weil wir jetzt gerade Überauslastung lösen müssen. Und die müssen safe enough to try, sicher genug, um sie auszuprobieren sein. Also wir wollen schon damit nicht die gesamte Organisation aufs Risiko setzen. Und damit machen wir die Lösung dann kleiner. Heißt, wir gehen eben eher ins Experimentieren über 8 Wochen und bewerten dann nochmal gemeinsam, hat diese Veränderung jetzt Nutzen gebracht und lohnt es, eine Ausweitung dieser Entscheidung zu erwägen und daraus jetzt zum Beispiel einen Standardprozess zu machen. Das passiert auch heute bei uns, bei euch und bei uns ganz häufig, dass ihr sagt, ja, ihr seid jetzt mal ein Pilotteam oder so. Und während das aber bisher wahrscheinlich eher die Ausnahme ist, dass man mit Pilotteams oder Pilotprojekten arbeitet, glauben wir, dass das bei dem, was auf uns zurollt an sozialen, ökologischen, politischen Herausforderungen, eher der Normalmodus wird, dass wir eigentlich die ganze Zeit eher im Forschungsarbeiten sind und weniger planbar haben und nicht mehr über 5-Jahrespläne reden können, weil die Dinge sich einfach viel zu schnell ändern da draußen. Dankeschön, Sebastian. Auch vielen lieben Dank erstmal für deinen Impuls. Wir haben gesehen, du kannst uns aus unserer Konformzone holen und uns aber direkt schon Tools in die Hand geben, wie wir in diesem Experimentierraum uns besser zurechtfinden können. Genau, ich wollte jetzt hier an der Stelle nur kurz mitteilen, dass wir dann die Aufzeichnung beenden.